Heute zeigen wir euch den Panoramaweg im wunderschönen Kaunertal. Direkt vom Wallfahrtsort Kaunertal führt die Bergstraße rauf auf die Falkaunsalm. Das Ganze kann man zu Fuß machen oder mit dem Rad und wenn man will, sogar mit dem Auto. Die Falkaunsalm selbst liegt auf knapp 2000 Metern. Da wird Buttermilch produziert und was man auf dieser Alm sonst noch alles erleben kann, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Jetzt sitze ich da neben der Sennerin. Lisi, schön, dass du die Zeit nimmst. Grüß dich, Christoph. Ja, bitte gern. Bist du gerade raufgekommen? Da, los, mit dem Radl raufgefahren. Ein bisschen schmutzig geworden, die Spuren sieht man noch. Aber bei dem wunderschönen Weg da rauf verfliegt die Zeit ja. Und traumhaft da. Einmal eine frische Buttermilch. Und da haben wir eine Jause für den gefahren. Oh. Perfekt. Ah, sehr gute Milch. Was macht denn die Buttermilch so besonders? Ja, also. Die Viecher sind auf 2000 Meter rum und immer, man sieht es eh, so eine schöne Landschaft, die frische Wart. Also ich würde sagen, einer geht so voll gut darum und ich würde sagen, das schmeckt mir auch in der Milch. Was sind so die Herausforderungen von einer Sennerin? Für mich war es einmal das erste Mal früh aufstehen. Das heißt, wie spät oder wie früh? Um 3 in der Früh ist einmal da gewache. Okay. Wo ich noch mal milchen gehe. Aber sobald das einmal um ist, die erste Müdigkeit nachher. Geht der Tag schon dahin. Und da bist du nachher rum von Juni bis September. Ja, genau. Und machst einen wunderbaren Graukäs, einen Schnittkäs und eine traumhafte Buttermilch. Genau, ja. Sehr gut. Du, ich würde sagen, probieren wir das Gute da. Das lacht mir richtig gut, das hier aus dem Bredel. Jui. Das war unser Besuch auf der Falkaunsalpe. Nach dieser wunderbaren Bretteljausen und der fantastischen Buttermilch sind wir gestärkt. Es geht wieder ab ins Tal.